Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2022 mit mir, dem Dobby. Und ja, es ist einiges passiert. Ich hatte jetzt hier Sorghumhirse angepflanzt und war fleißig, denn wir haben, ja okay, jetzt habt ihr schon einiges gesehen. Ich habe 6 Gewächshäuser gebaut und die zeige ich euch gleich, wo ich die hingepflanzt habe. Die Bäckerei haben wir jetzt mittlerweile und wir haben auch die Getreidemühle. So, hier muss ich mal eben umschalten. Moment. Wobei, wir machen doch Erdbeeren, aber verkaufen die direkt. Dann kriegen wir da auch nämlich noch ein bisschen Geld rein. Genau, ich hatte den gesamten Kreditrahmen in Höhe von 500.000 einmal ausgeschöpft. Habe ein Feld gekauft gehabt. Warum hat er jetzt angehalten? Hatte ein Feld gekauft gehabt, auf dem stehen jetzt unsere Gewächshäuser drauf. Das zeige ich euch gleich. Ich wollte jetzt nur aufpassen, dass sie sich hier nicht in die Quere kommen. Nö, das sieht aber gut aus. Genau, Lauf vor Schneidwerk. Da müssen wir dann einmal gucken, dass wir gleich wieder Kalk aufbringen. Und zwar habe ich hier das Feld 49 gekauft, habe hier ein paar Hecken hingestellt und auch 2 Schranken. Die können wir natürlich auch auf und zu machen, wenn wir denn wollen würden. Genau, und hier stehen jetzt unsere 4 Gewächshäuser. Und da hinten habe ich noch 2. Einfach platztechnisch. Und dann habe ich hier noch 5 Windgeneratoren hingebaut, die uns auch noch ein bisschen Einnahmen bringen. Das soll zum einen erstmal die täglichen Kosten der Produktionsgebäude abdecken, als aber auch dann ja unseren Kreditrahmen, dass wir hier dann ein bisschen schneller vorankommen. Das, was wir jetzt hier abernten, werden wir denn zur Getreidemühle bringen, damit wir da Mehl herstellen. So, ich fahre den mal gerade ganz kurz zur Seite, damit der Mähdrescher hier lang kann. Und dann werden wir diesbezüglich auch wieder anfangen mit was pflanzen wir denn? Ich glaube, Weizen würde ich dann als nächstes machen wollen. Können wir uns hier auch schon mal hinstellen. Dann machen wir die Zeit ein bisschen weniger. Ich habe jetzt die Zeit nur schnell laufen lassen, damit das A hier wächst und B wir es ein bisschen heller haben. In der Zwischenzeit hatte ich noch 3 Aufträge gemacht, damit wir da auch ein bisschen Geld reinbekommen. So, dann mache ich jetzt hier erstmal ein bisschen weiter. Damit da hinten die Sämaschine natürlich auch gleich loslegen kann. Wie gesagt, Kalk brauchen wir als nächstes. Das wird wieder so ungemein teuer werden. Naja, kriegen wir hin. Dann gucken wir mal, dass wir dann irgendwann auch mal wieder zu weiteren Feldern kommen. Wobei wir eigentlich bislang auf einem guten Weg sind. Ja, jetzt die letzten 1-2 Folgen sind wir ein bisschen pleite gewesen. Aber das kriegen wir jetzt auch nach und nach alles wieder rein, wenn dann gleich die Bäckerei dann auch läuft und uns Brot herstellt, was wir dann auch verkaufen können. Dann sollte das eigentlich alles wieder nach vorne gehen in Richtung Abbau des Kreditrahmens. Als aber auch dann in Richtung neue Maschinen und Felder. Wobei ich Felder jetzt gerade diesbezüglich bevorzugen würde. So, dann sind wir hier fertig.
Können das schon mal zwischenlagern in unserem Anhänger. Da werde ich mir demnächst auch zwei neue holen. Hatte ich mir so überlegt, aber wie gesagt, alles nach und nach. So, et voilà. An Mods hatte ich jetzt noch zwei, drei Dinge noch mit runtergeladen. Das zeige ich euch gleich. Und zwar hatte ich runtergeladen. Entschuldigt bitte, das war jetzt gerade WhatsApp. Machen wir mal stumm. Genau, und zwar runtergeladen hatte ich diesbezüglich, wo ist es denn? Mähtechnik, da. Habe ich die hier nicht mit eingefügt? Bin ich jetzt doof? Ich hatte auf jeden Fall zwei Mähwerke noch von Klaas runtergeladen. Und noch ein Fahrzeug, ebenfalls von Klaas, der Bäume häckseln kann. Ich habe doch jetzt überlegt, dass wir vielleicht dann in Kürze ein bisschen was mit Bäumen anfangen, dass wir da auch noch ein bisschen Geld kriegen, weil wir können es momentan ehrlich gesagt wirklich mehr als benötigen. Ja, tut mir leid, dann war ich jetzt falsch vorbereitet. Ich dachte eigentlich, dass ich euch das schon mit eingefügt hatte. Ist denn in der nächsten Folge mit dabei? Zeige ich euch dann auf jeden Fall. So, dann sind wir hier auch fertig. Dann können wir da rüberfahren. Jetzt machen wir das gleich wieder ein bisschen elegant. Damit wir hier durchkommen. Ich weiß nicht, ob wir hier den Baum wegnehmen sollten, weil außer doof rumstehen macht er ja nichts. So, dann hier drüber. Ach, scheiße. Entschuldigung, den Ausdruck. Ich wollte doch das Schneidwerk runter machen, damit wir hier vorbeikommen. So, jetzt. Aber der Baum da, der ist auf jeden Fall fällig. In einer der nächsten Folgen. Das Ding geht mir da hinten auf den Keks. Der Baum da. Genau, während er unterwegs ist, schauen wir mal. Die Sämaschine ist auch gleich fertig. Schreibe ich mal gerade kurz auf WhatsApp zurück. Gucken wir mal gerade. Ach ja, stimmt, das sind die Geräte für die Oliven und die Weintrauben. Da, um die Reben zurückzuschneiden. Ich dachte gerade, was ist das denn für ein Gerät, aber dann ist es mir doch eingefallen. So, den setzen wir auch schon um. Aufs andere Feld. Und dann setzen wir gleich die Sämaschine um. Dass die auch weitermachen kann.
Ja, also Folgen produziere ich dann am heutigen Tage, während diese hier aufgenommen wird und während ihr diese anguckt, werde ich weitere Folgen Landwirtschaftssimulator für euch produzieren. Anno ist auch diesbezüglich in der Mache. Anno 1800, falls ihr da noch nicht reingeguckt habt, könnt ihr gerne einmal machen. Da sind wir auch auf einem guten Wege, ohne da jetzt spoilern zu wollen. Und dann kriegt er von mir noch ein, zwei Folgen Train Simulator 3. Da fahren wir ein bisschen durch Deutschland, sag ich es mal so, mit dem 49-Euro-Ticket. Nur dass wir halt vorne keins benötigen im Führerstand der Züge. Wie gesagt, da auch gerne unbedingt mal reinschalten. Natürlich auch in die Videos von Björn, der ja Watch Dogs 2 spielt. Gucke ich mir selber persönlich auch gerne an. Finde es ist ein gutes Spiel. Macht Spaß zuzugucken. Und lachen tue ich immer, wenn Björn sich aufregt. Ja, falls ihr noch nicht gemacht habt, kommt auf unseren Discord-Server vorbei. Das Ganze ist kostenlos für euch. Da habt ihr die Möglichkeit, mit uns zu chatten, zu quatschen, mit uns zusammen Games zu spielen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, also in der Infobox. So heißt es jetzt mittlerweile. Der ist voll. Wie kann das denn? Fahren wir den auch eben ausladen. Das, was hier so reinfällt, vom Farbton her erinnert mich das hier an diese Basketballplätze da auch mit diesem roten, ja, ich weiß nicht, ob das Asphalt ist. Oder an diese Ascheplätze damals noch vom Fußball. Kennt ihr die auch noch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Währenddessen geht es gerade bei mir auf Facebook ein bisschen heiß her. Hatte mich an einer Diskussion beteiligt zum Thema Fußball. Da ist doch schön zu sehen, wie verschieden eigentlich die Meinungen sind. Aber das Thema mache ich mit euch hier im Landwirtschaftssimulator so rum nicht auf. So, währenddessen habe ich jetzt gerade kurz einen Schluck getrunken, damit meine Stimme weiterhin so flüssig für euch bleibt.
Ansonsten ist am gestrigen Tage die Erweiterung für den Landwirtschaftssimulator 2022 rausgekommen. Das Ganze ist das Farmproduktionspack, was es euch ermöglicht, dementsprechend mit 20 neuen Maschinen, Gebäuden und Verkaufsstellen habt ihr die Möglichkeit, noch mehr Paletten einzulagern. Es gibt da ein sogenanntes Vertriebszentrum, wo ihr mit den LKW ranfahren könnt, also so ähnlich eines Logistiklagers. Ja, also wie gesagt, da könnt ihr dann Paletten einmal reinstellen und habt da mehr Stauraum. Die Paletten an sich haben sich auch ein bisschen verändert, wenn ich das richtig gesehen habe. Das Ganze kostet 7,99 € auf Steam. Wie gesagt, gestern rausgekommen. Gut, wenn ihr jetzt das Video seht, dann ist es schon ein bisschen länger rausgekommen. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich habe es mir persönlich noch nicht ganz angeschaut. Werde ich aber nachholen. Und dann gucken wir mal, ob ich das mit hier ins Spiel integriere oder eher nicht. Wobei ich jetzt gerade hier die Rezensionen einmal nachschaue und die doch größtenteils negativ sind. Also weiß ich nicht, was Giants da gemacht hat. Also ich lese mir gerade einmal die Kommentare durch. Ja, also, okay, nachdem ich mir jetzt die Rezension durchgelesen habe, komme ich zu dem Entschluss, dass ich dafür keine 7,99 € ausgeben werde. Wenn ihr das machen möchtet, gerne ist euer Geld. Damit könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Aber für mich kommt das dann doch nicht in die Tüte. Mit dem Geld hole ich mir dann lieber, weiß ich nicht, vielleicht ein anderes Spiel oder für ein anderes Spiel eine Erweiterung, müssen wir mal gucken. So, ist er denn jetzt schon, wird er denn jetzt schon voll oder müssen wir doch noch einmal abwarten, dass wir zur Getreidemühle können? So, vorne ist voll. Ja, ich denke, wir müssen noch einmal abwarten. Ach komm, 94%. Wir fahren jetzt einmal zur Getreidemühle hoch. Kann ich euch die zeigen, weil so viel wird jetzt gleich auch nicht mehr reingehen in den Anhänger. Deswegen fahren wir jetzt einmal zur Getreidemühle.
Laden schon mal ab. Währenddessen die da unten arbeiten. Also den Traktor, den wir uns hier geholt haben, den Fendt, muss ich sagen, super Gerät. Mit 63 km/h sind wir doch dann schnell unterwegs. Und er hat auch eine super Zugleistung. Fahren wir hier einmal durch, weil ich nicht weiß, ob uns die Brücke hält. Da sind wir auch quasi fast schon da. Und dann können wir hier ausladen. Und können dann eigentlich auch schon anmachen, dass sie schon Mehl für uns produziert. Und dann fahren wir wieder zurück. Ja, genau. Nur nicht gegen das Gebäude jetzt noch fahren. Fahren wir wieder links an der Brücke vorbei. Kommen wir super durch mit unserem Fendt. So, die Sämaschine ist auch wieder fertig. Kommen wir gerade zum rechten Zeitpunkt. Können wir die jetzt gleich auch umsetzen. Hat er aber noch einen kleinen Streifen vergessen. Den nehmen wir jetzt gleich noch mit.
Weil Kleinvieh macht ja bekanntlicherweise auch Mist. So, da auch den Helfer wieder an. Hier klappen wir kurz ein. Den Traktor werden wir auch noch ersetzen. Wenn wir dann irgendwann mal das Geld dazu haben. Und Abfahrt. Gucken wir mal, ob der die Reihen komplett mitnimmt. Ja, doch, sieht gut aus. So, der ist voll. Und dann sind wir jetzt hier gleich auch wieder mit dem Ernten fertig. Stellen wir uns hier an die Seite. Genau, und während ich das hier jetzt fertig mache, mit dem Säen von Weizen, sehen wir uns in der nächsten Folge, das war ein klasse Wortwitz, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, auch wenn er jetzt gerade ein bisschen flach war, würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und beim nächsten Mal wieder mit reinschaltet. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis dahin, eine gute Zeit euch. Vielen Dank, liebe YouTube-Gemeinde, Zuschauer und Abonnenten fürs Zuschauen. Bitte lasst auch ein Like da und wenn noch nicht gemacht, auch ein Abo. Wir haben noch so einiges vor. Schneller erfahrt ihr es über Discord, also schaut dort einfach mal nach. Wir sehen und riechen uns bald wieder hier auf dem Kanal bei meinen Zwibbelring TV. Also, ciao, ciao, ciao.